Gut, hier sind noch wirklich nur die hier. Nicht Kriegerdrohnen, Wartungsdrohnen, soll ganz toll sein. So, was ist jetzt hier? Achso, hier ist irgendwer arbeitslos. Weil, was wollte ich hier machen? Ich vergesse mal, was ich aus diesem Planeten machen möchte. Synthetische Kristallanlagen. Ja, Wachposten, synthetische Kristallanlagen einfach. Warum nicht? 1600. Könnte, wenn ich wollen würde, noch... Na, aber ich mache noch immer Plus. Was ist, wenn ich euch abdocke? Wie schaut es dann aus? Es geht. Wenn sie abgedockt sind. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, was... Konsumiert Schiffe? Wird das schlimmer? Ja, um 500. Und es geht. Dann bauen wir uns nochmal eine Flotte. Weil ich glaube, ich da kein Titan mehr reinsetzen kann. Ich mach trotzdem mal einen. Sobald ich es kann, wird er dann genutzt. So, und dann nochmal ein paar Korvetts. Ist die Frage... doch, alles okay. Ach, der baut sogar instant einen Titan. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass ich noch einen Hand haben kann. So, wie schaut's jetzt aus? Ha, Flottenstärke unterlegen. Ich wäre auch vermutlich ein bisschen überrascht gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre. So. Dann kommt ihr beide dahin. Ihr beide dahin. Ihr drei dahin. Vielleicht möchte ich mich doch mit denen anlegen. ich mach mal der Wille zur Macht an, dass ich ein bisschen was von denen claimen kann. Vielleicht möchte ich doch was haben. So, du hast jetzt noch keinen Anführer, ne? Ach so, stimmt, ich habe jetzt zwei bekommen, die vielversprechend waren. Ja. Kriegst du den einen vielversprechenden? So. Ihr beide seid schon da auf dem Weg. Warte, du fliegst dann einmal dahin. Drei. Dahin. Und ihr beide dahin. So, und du kriegst den vorsichtigen Flottenlogistiker. Das klingt doch auch noch bad. Wobei ich dir natürlich noch ein paar mehr Schiffe mitgeben möchte. So, zack, zack, den Markt wieder komplett ruinieren. Wie es sich gehört. Für was anderes bin ich nicht hier. Und dann dir einfach noch mehr Schiffe geben. So. Du kriegst jetzt eine Titanwerfer noch dazu. Ebenso wie du. Dass theoretisch jeder von denen Titan herstellen kann. Theoretisch aber auch nur. Finde ich irgendwie knuffig, dass der gerade so mit 9k rumdüdelt. So dup 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 du. Er ist verstorben. Oh, Mist, mir ist ein Admiral verstorben. Nicht gut. Voll. Oh, kosten die Gerümmel mittlerweile schon 22? Also ich stock die so hoch bis 50.000.
Das Ding ist, ich verkaufe halt schon elendig viele, also ich verkaufe quasi elendig viel von allem. Und ich ruiniere damit immer die Preise. Ups. Das Schöne ist aber, dass der Preis nicht unter einen gewissen Mindestsatz fallen kann. Ups. Ne, jetzt drücke ich hier immer drauf und dann geht das hoch auf 21. War ich nicht. Construction finalized. So. Zack. Ja, dann mache ich die hier einfach zu. Ne, du bist in der Raffineriewelt. Du bist dann hier zu einer Legierungswelt. Wartungsdepot und. Wo habe ich's? Legierungswelt. Na, ebenso wie das hier. Das ist ja auch schon eine Legierungswelt. 1, 2. Deswegen brauche ich die Raffineriewelten, weil die Legierung brauchen ja, wenn ich mich jetzt gar nicht irre, synthetische. Nee, die brauchen Gase. Oh. Aber dabei auch noch ein paar von. Das ist übrigens schon lustig in der Multiplayer-Runde. Sind die Preise für alle Multiplayer dann so? Weil ich hab Multiplayer noch nicht dermaßen weit gespielt, dass ich das beurteilen könnte oder wüsste. So, das kann ich reparieren. Das. Warum teilen sich die Valmenax immer mehr auf? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist der galaktische Markt. Der Zielzug für. Ah, cool. Oh, RIP. Kein Wunder, dass die KI irgendwie nichts geschissen bekommen hat, wenn ich den galaktischen Markt ständig ruiniere. Construction complete. So, die Titan wird auch noch gebaut, ne? Ja. Muss ich das alles einfach nur verbinden? Warte, ich kann theoretisch. wo ist es? Schaden an Gefallen unterweckenden Reichen. Einfach hochmachen. Boop. Krieg ich damit Minuspunkte? Nee. Einfach, dass wir nur mal den kleinen Bonus bekommen und ich den letzten Einigkeits- bzw. Aufstiegsvorteil habe. Wo ich mich jetzt so lange drumherum gequält habe, so, ah, soll ich? Nee, doch, nie. Weil rippreich. Wie schaut es gerade mit meinen Kristallen aus? Mache ich gerade 10 plus. Dann mache ich noch 2 weitere Kristall- Gebäude hier und den Rest packe ich voll mit. Warte, wie viele Naniten mache ich? 5, dann will ich nicht den Nanitentransmutierer verwenden. Genau, synthetische Kristallanlage. Machen wir hier noch 2 synthetische Kristallanlagen und den Rest voll mit Pups. Kram. Hier muss ich auf jeden Fall noch einen zu Hause hinsetzen. Wenn ich es nicht vorbei scrolle. Zu Hause. Bist du. Da. Dann scrollen wir hier ein bisschen rum. Armeen, genau. So, und du folgst dem Helden. Er hat jetzt auch schon so langsam ordentliche Stärke mit 30.000, weil sein Titan halt noch nicht da ist, was vermutlich ein bisschen mehr bringen würde. Muss halt, idealerweise müsste ich halt nach Yelon instant, weil hier halt Sterntore sind in dem System. Also Niji, Ruinam, der hat halt quasi in jedem seiner Gebiet Sternsystem. Okay. Ich fange mal an zu pieken.
Construction finalized. Construction finalized. Na, mal gucken. Habe ich jetzt die Ansprüche nicht gestellt? Doch, habe ich. Warum ist er dann so gechillt mir gegenüber? Also ja klar, Ansprüche gestellt. Alles gut, Bruder. Ah, nee, da. So. da ist es doch ein bisschen runtergegangen. Also, oh, spiel nicht mit dem Feuer, junger Mann. Vielleicht sollte ich hier einfach nochmal abspeichern und absichern. Nicht, dass ich jetzt das Spiel komplett ruiniere. So, ach, es gibt kein Weg mehr zu verlieren. Und ich mach den hier. So, wie viel bräuchte ich hier für 200? 180, 260. Ja. Warten wir noch ein bisschen. Our research has progressed. So, Lebensdauer, Anführer, hoch. Verwaltungslimit hoch. Ich glaube, wir werden in diesem Playthrough nicht mehr mit unserem Verwaltungslimit an unsere Reichsausbreitung rankommen. Sorry. So, wie schaut sie eigentlich damit aus? Okay, das müsste quasi noch einmal hochgeschraubt werden. Wobei ich halt aktiv nicht so viele Mineralien brauche. Gut, hätte ich natürlich mehr Legierung. Vermutlich. Vermutlich würde ich sie dann brauchen. Ich brauche hier noch eine Schwarmbaute rein. Was? Na, da können wir ja nur verlieren. Hier ist jemand arbeitslos. Dann bauen wir da mal ein paar Bergbaudistrikte. Wenn da jemand arbeitslos ist. Hier habe ich noch nicht genug Bevölkerung, um den Kram wieder zu reparieren. Die Festung, müsste die halt durch Wartungsdepots oder sowas ersetzen. Wohlstandszentren muss ich auf jeden Fall durch Wartungsdepots ersetzen. Ich glaube, die sind absolut. Einigkeit und Sozialforschung. Gut, Einigkeit und Sozialforschung brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Na, mit ein bisschen mehr Dienstleistungen geht das dann hier doch schon ab, du, die Party. Construction finalized. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Nicht? Okay. Was hat er da? Wem arbeitet er? Achso, der hat hier einen Koloss. Construction finalized. Denkst du, bist der Bessere, nur weil du so eine große Maschine hast, hä? Gib dir aufs Gesicht, der Bessere. Ah, komm. Kämpf, wenn du ein Mann bist. Kämpf. Ernährungszentrum, das kann ich ruhig abreißen. Oh, der hat erstaunlich viel plötzlich einfach von alleine repariert. Also okay. Was ist für eine Art gefallenes Reich? Das ist fanatisch xenophil. Eine wohlwollende Interventionisten. Es ist nicht so, dass ich kacke mit Wörtern bin. Es ist so, dass die Wörter schwer sind. Also ich glaube, die würden mich nicht zuerst angreifen. Ist der Titan schon auf dem Weg? Ich würde halt ganz gerne nicht ohne Tinte... Da ist er doch. Nee, irgendwer hat mich beleidigt. Mal wieder. Okay, danke Bacturian Star Alliance. Ich hab euch auch lieb. Ich hab so ein bisschen Bammel, muss ich gestehen. Er hat halt nur in Anführungszeichen drei Flotten. Na, aber in Anführungszeichen nur drei Flotten haben, bedeutet halt trotzdem ziemlich häufig, danke Bavialik, einen guten Kampf. So 260 brauche ich dafür.
ich will mir noch Yelon als Anspruch stellen. Ah, wobei, ah, der hat auch noch einen Planeten, ne? Schmuh. 200, 260. Nicht interessiert. Komm, dann machen wir das mal so. Ich warte halt darauf, dass die Meinung einfach immer schlechter wird, ne? Dass es quasi ein Verteidigungskrieg wird. Aber irgendwie will er nicht. Okay, dann wird der Koloss nur Welt mit Schild umfassend. Vermutlich. Ich meine, Koloss, soweit ich weiß, macht der Koloss halt keinen Kampfesschaden. Naja, er ist halt dafür da, um Planeten aufzuknacken. Ja, aber das war's dann auch. So, Spiel speichern. Das wird gut gehen. Krieg erklären. Bedrohung auflösen. Ich möchte Ansprüche? Construction complete. Okay. Commencing wealth redistribution. Im Krieg. So, okay. Ihr drei geht mal bitte da rein. Ihr drei geht mal bitte da rein. Und ihr beiden bleibt in Rurius stehen sogar. Ihr sollt da den Grund halten. Er macht nasse Kriegsmüdigkeit. Ah. Weil ich habe so viel Kriegsmüdigkeit minus verdrängt. Dürfte eigentlich vollkommen okay sein. Gut, dass nicht alle drei gleichzeitig springen. Das ist ja super. Wie schaut der Krieg aus? Die Korvetts brechen. Okay. That's pretty good. Oh nein, falsches Gebiet. Ihr kümmert euch um Katz 1. Ihr drei kümmert euch um Ruinam 3. Armeen 528. Achso, wenn ihr einen Planeten erwischt. Ah, okay. Das würde ich mir natürlich nicht wünschen, aber das kann natürlich passieren. Gehen wir mal auf den intergalaktischen Markt und kaufen uns ein bisschen Legierung, ne? Wie wär's damit? So. Und gehen jetzt mal hier. Der macht halt massiven Schaden. Ne? Das lüge ich nicht, du. Es tut schon ein Aua. Nicht dem, was für ein Laser der hat, ist der Planet danach kaputt von einem Schild bedeckt, eine tote Welt assimiliert oder gläubig. Ich kann mal gucken, ich glaube. Steht das hier? Das ist seine Sternbasis. Da, Koloss. Das ist Abschirmer. Das ist nur der Abschirmer. Ja, also ich glaube, solange der nicht hier rauskommt, ist alles gut. Und ich weiß nicht, ob er rauskommen möchte. Das kommt ja auch noch dazu. Ist jetzt die Frage, hat der... Ich meine, der hat einen hübschen Planeten, ne? So ist ja nicht. Handelsangebot. Also, nimm mein Geld. Okay. Nehme ich gerne an mich. Könnte. Sind halt wieder 38.000 und 61.000, was er da hat, ne? Ist nicht wenig. Das glaube ich heißt übrigens, dass alle Bewohner zu Spiritualisten werden. Ich meine, es gibt Schlimmeres als Spiritualisten. Insbesondere, wenn ich ein Schwarm bin, würde ich behaupten wollen. So, was wollte ich aus dem machen? Achso, auch eine Legierungswelt. Ja, dann machen wir das.
Danke für die Ordnung. Construction finalized. Zur Raffineriewelt. Machen wir hier. Scientific progress attained. Wo sind die Pupsewolken? AKA chemische Bepflanzung da. Und die Gießereiwelt kann auch nochmal einen drauf bekommen. Eine Legierungsgießerei. Schwarm und Maschinen werden zerstört, aber der hat eh einen anderen Laser. Ja. Möchtest du Feldasier-System? Entschuldigung, wie bitte? Feldasier. Ah, oh, möchte er die Sterntore nutzen? Kannst du das nicht tun? Ich glaube, es ist Zeit für die beiden, die Bühne zu betreten. Ob nun gewollt oder nicht. Oh, never mind. Ihr bleibt. Ihr bleibt schön auf eurer Bühne sitzen. Oder auf eurem Platz sitzen. Was hiervon ist die Station? Da. In Orbit einfliegen. Ist ja trotz... habe ich euch nicht gesagt, dass ihr in Orbit einfliegen sollt? Ah, hier ist auch noch ein Planet, wie ich sehe. Oh, das tut weh. Okay, dann geh du nach Guram. Nun, reden wir mal von nicht geplant. Wenn man im Duden nachschaut, das. Nicht gut. Construction finalized. Sie haben schon eine Kriegsmüdigkeit von 100, sehe ich gerade. Das ist erstaunlich. Gut. Construction finalized. So. Planetary workforce liberated. So, 3. Du da. Folge dem da. 3, ihr geht jetzt hier runter nach Onion, ja, sehe. Commencing Workforce Liberation. Ah, nice, das ging schnell. Bewegung zum Guram-System. Das geht auch schnell und das missfällt mir, dass er nach dem zum Guram-System möchte. Können wir das nicht tun? So, ihr drei. Geht hier runter zur 70.000er Station, weil das ich anscheinend so lebensmüde bin. Geh du mal bitte nach hinten. So, und das war die 70.000er Station. Das ging schnell. Ihr seid die ersten drei. Dann fangt ihr an mit Bruder. Oh Gott, das sind 1831.000. 3100, Entschuldigung. Und nochmal ewig viel. 46, das ist The Preserve. Ihr seid noch alle relativ gut dabei, ne? Dann geht ihr nach Niji. Springt ihr noch immer hier nach Feldasi hin? Oder möchte ihr woanders? Jetzt ist die Frage. Gut, das ging easy. Preserve hat auch nur 352. So, warum? Fordert unbesetzte Systeme, fordert unbesetzte Planeten, Kriegsmüdigkeit, Bedrohung auflösen. Ach so, ach, ah, jetzt verstehe ich erst Bedrohung auflösen. Dö, ich bin doof. Ach,
Ach, das sind Roboter, ne? Rechte festlegen. Hier. Da. Vorlage anwenden auf alle. Zack. Sitlog updated. Ich glaube, ich habe jetzt einige damit umgebracht, aber einfach. Relentless Star Hunter. Warum? Ist jetzt für mich die Frage, vernichtet der meine Flotte so heftig? Bin ich da falsch gegen gebaut? Muss ich wohl, ne? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, warum ich da so aufs Gesicht bekomme. So. So, das sind nur 300. Da können wir runterlanden. Sie haben sich vom Schwarmbewusstsein entfernt. So, wie schaut das hier aus? Halb Gargaxton. Ach, das ist... Oh. Wer auch immer sich gedacht hat, wir machen hier die... Sitlog updated. Wir sorgen dafür, dass irgendwas anderes Sex damit hat. So, Arbeiterdrohnen. Gargaxton. Achso, das soll auch assimiliert werden, ne? Und Vem. Assimiliert werden. Ja. Theoretisch. Praktisch gucken wir nochmal, wie gut das funktioniert. So, danke. Drei. Das ist übrigens ein sehr nützlicher Aufstiegsvorteil. Ja, irgendwie, weiß ich, dachte mir so, ach komm, dann machst du ein bisschen Schaden und dann ist alles gut. Pustekuchen mache ich. So arbeitet. Oh, Jesus. Ach, müsst ihr. Die haben von allem etwas. Es kann doch nicht wahr sein hier. Situation log updated. Wenn ich die Frage möchtest du die Person oder die Person? Antworten Sie mit ja. So, das ist eine Staubernte fallen. Okay, so einen Müll brauche ich nicht. Leichbecken. Da frage ich mich ja, wie die es geschafft haben, so einen großen einen großen Batzen an Leuten zu haben. Ne, oder so einen großen Batzen an Schiffen zu haben. Obwohl das hier alles so ein Schmuh ist. So, die Himmelskuppel kann ich lassen. Dich ersetzen wir durch Wartungsdepots, ebenso wie dich. Dann machen wir erstmal wieder ein paar Wartungsdepots. Und sagen den Drohnen, hier Wartungsdepots ist der Shit. Ich habe auch noch keine Gargaxton irgendwann mal assimiliert, was halt auch leider problematisch wird. So, ihr seid momentan noch relativ gut dabei, ne? 70.000, wenn ich hier reinschaue. Ich weiß nicht. Ich spring mal rein. Komm. Nevermind. Weil was möchtest du? Möchtest du Ruinam nochmal weiter niederbomben? So, Gargaxton, was auch immer ihr seid. Ich glaube, euch habe ich auch noch nicht mal assimiliert. Nope. Ist ein gefallenes Reich, die haben einen Schadvorteil, bauen dafür aber nichts außer sie erwachen. Ja, schon klar. Aber eigentlich müssten sie doch, weiß nicht, sind KI, ist die KI von Negativkram ausgenommen? Das wäre so das Einzige, was mir einfallen würde. Ja, von Mali. Oder von Malus. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht den korrekten Plural.
Weil die haben solch eine riesige Armee und müssten quasi die gesamte Zeit im Minus laufen, beziehungsweise auf Null laufen. Aber es scheint sie ja nicht groß zu stören, schräg interessieren. Implementiert das Programm. Commencing Workforce Liberation. So. Ich kann eigentlich mal eben schnell hier unter Spezies gucken. So, Vorlage anwenden. Sitlog updated. So, und jetzt nach und nach die, von denen ich weiß, dass die halt schon im Schwarmbewusstsein existiert haben, anpassen. Wir sind sogar schlechte Schlurps, sehe ich gerade. Das verwundert mich jetzt doppelt und dreifach. Species resocialized. So, Vorlage anwenden. Situation log updated. So, da sind auch noch ein paar. Wir müssen uns diese anschauen, oder? Planetary Property Collectivized. So. Oh Gott, das sind viele Vem, die ich bekommen habe. Ich muss nur einen Vem haben. Ich muss nur einen Vem haben, der die Seite wechselt. Mehr brauche ich nicht. Ein Vem und alles ist vorbei. Die Frage geht, ist das reich im Spiel? Habe ich dir mal Bewohner gegeben? Das frage ich mich gerade. Ich glaube, muss ich ja. Andernfalls kann ich mir nicht erklären, dass da irgendwie mein Shit existiert. So. Sitlog updated. Es ist halt schon so lange her, dass ich das einfach nicht mehr weiß. Super. So, nice, ich hab die Bedrohung. Ich bin die Bedrohung losgeworden, Guys. So. Dann Militärflotten. Ihr seid meine drei Schätzchen. Jetzt Jelon 1 niederbomben. Jelon 1 ist nicht mehr so schlimm. Die Verwüstung hier ist halt noch schlimm, so wie ich das sehe. Kann man auch so schnell vergessen, vor allem wenn es früh im Spiel war. Genau. Genetics respecialized. So, gehen wir jetzt nach und nach alles durch. Das sind hier halt, ist hier halt auch viel Klatterkram, den ich nicht unbedingt brauche. So, Vorlage anwenden. Sitlog updated. Tut mir ein bisschen leid, falls sie jetzt dadurch quasi sterben, weil sie auf dem falschen Planeten chillen. Ist nicht ganz meine Absicht, aber hey, ich habe jetzt keine Lust, darauf zu achten. Hier geht es nur darum, dass ich halt schnell die ich bereits umgewandelt habe, nochmal wieder umwandeln kann. So. Vorlage anwenden. Situation log updated. Einfach damit die quasi nicht meinen schönen Block kaputt machen. Wieso sollten sie auf einem falschen Planeten chillen? Hier einige Barbier sind Anpassung arktisch statt tropisch zum Beispiel. Ah nee, das ist gar nicht mehr so schlimm, ne? Das ist gar nicht mehr so schlimm. Ich bin da gerade im Kopf in einem komplett anderen Spiel gewesen. Also in einer anderen Version. Ach, und wenn sie eh auf Gaia wählen, ist dann, ja gut. Erzähl ich eh Schmu. Nee, aber hier ist es ja nicht mehr so schlimm, wenn die quasi unter den 40% sind, dann brauchen die ja quasi einfach nur mehr. Wobei hier, die sind hier, die Gargaxolon und sowas, und die Barvier sind hier auf Wüstenplaneten.
Vielleicht, weil die das. Weil das. Wie schimpft es sich? Weil das erwacht wurde. Oder erwacht ist, das Empire. Das versucht nur noch erhöhten Konsumgüter verbrauchen, haben weniger Zufriedenheit. Genau. Genau. Da war ich noch in der älteren Version festgehangen. Vielleicht kann man Gefallenreiche einfach nicht umändern. Oder ich muss wirklich einfach geduldiger sein und Geduld ist nicht zwingend meine Stärke. The Core wurde über Terraform. Ah, nice, wir haben eine. Core und Boundary werden jetzt Rücken an Rücken gehen. Mit ihrem Upgrade. Ich habe wieder das Gefühl, dass er mehr Einheiten auf die Welt setzt. Mit der Zeit. Was meinst du mit umändern? Dass sie assimiliert werden. Ja, ich habe das Gefühl, dass die einfach nicht assimiliert werden können. Aber wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass ich zu ungeduldig bin. Ne, beides ist möglich. Nichts davon würde ich abstreiten wollen. Ach, Ruinam würde gerade weiter den Ruinam geschossen. Ohoho. Ohoho. So, genau. Wartungsdepot, dann. Ach, jetzt muss ich noch hier auch die Verwüstung durchwarten, ne? Eins, zwei, drei. So, okay, genau. Jetzt geht das hier nach und nach runter. Ich glaube, du hast einfach Pech gehabt. Die Spezies von vorne gelten als ganz normale Spezies. Ja. Ja, wie. Ja. Ich glaube halt wirklich, dass es einfach. Ich bin der ungeduldig ist, was das angeht. Ich meine, die verschwinden ja quasi nicht aus dem Spiel dann, sondern werden ja eh, falls sie auf der Schwarmwelt nicht existieren können, irgendwo als Flüchtlinge unterkommen, behaupte ich mal. Okay, der Planet ist sauber geschossen. So. 2, 3. Hier fliegt jetzt nochmal nach Ruinam. Und dann wird sich hier in Rasterbahn gekümmert um den Rest. Construction finalized. Ach, ist er direkt geflüchtet? Muss er getan complete. Sein? Frage mich, wo er gleich auftaucht. Ich habe ein paar zu viele Welten. Vielleicht taucht er hier in Rasterbahn gleich auf. Noch drei Jahre, dann hast du es geschafft. Ja. Dann habe ich es geschafft. Ich werde dann für die Zukunft auf jeden Fall keine 2600er mehr machen. Partien. So, wie schaut es hier mit dem Cradle aus? Wer schießt denn auf den Cradle? Das weiß ich nicht. Sind das die hier? 7 Haltung, aggressive Haltung. Implementiert das Programm. Implementiert das Programm. So, jetzt einmal Spezies nochmal durchchecken. Ne, vielleicht kann ich nochmal welche schnell umstellen. Das wäre schön. Es scheint aber nicht so zu sein. Ja gut, das sind jetzt wohl anscheinend nur noch Spezien, die ich noch nicht assimiliert habe. Doch, die Barbie kann ich doch mal reinsetzen. Aber das war's dann auch. Species resocialized. Ah, guck mal, da ist es gewesen. Warte, ich kann... Ja, irgendjemand hat auf Cradle draufgeschossen, interessanterweise.
So, wo ist da 4K? Dann kann auf Brother eine Armee landen. Dass wir die uns einmal holen. Ach, genau, du bist in der Raffineriewelt, hast aber keine Jobs mehr. Commencing Workforce Liberation. So. Die letzten Bombardierungen. Dann sind wir durch. Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute 7 Stunden streame. Planetary Workforce Liberated. So, ihr drei schießt dann auf Cradle. Noch mit drauf. Boah, das dauert ewig. Das wird ewig dauern. Genau, jetzt kann ich hier sogar einmal sagen, ne, jetzt terraformen wir hier erstmal alles zu Schwarmwelten. Weil wir können. Ach, weil es eine Gaia-Welt ist, geht das quasi nur zu einer Schwarmwelt. Cool. So, dann verbessern wir das. Das ist ein Ressourcensilo. Das Ressourcensilos brauchen wir nicht. Daraus machen wir Wartungsdepot. Das Energienetz brauche ich auch nicht. Daraus machen wir auch ein Wartungsdepot. Der bestmögliche Ausgang. Nice, wir haben den letzten besiegt. Also das letzte Hindernis. Dann schaue ich nochmal schnell, wie unser Spiel hier ist. Genau, Vorlage anwenden. Situation Log updated. So. Ihr könnt einmal alle nach Terminal Egress nach Hause gehen. Das war schön. Ich habe hier 257 Vem. Uiuiui. Das sind ein, zwei mehr, als ich gedacht hätte. So. Genau, da sind nämlich noch ein paar Halbgag... Irgendwas. Halbgagax-Tonnen, die ich umwandeln kann. Implementiert das Programm. So, warten wir, dass die fertig werden. Dann machen wir die Menschen. So. Vorlage anwenden, erforschen. Danach die Kubarian. Danach die Girim. Ah, die Iski müsste ich sogar nicht mal. Construction finalized. So. Zack, zack, erforschen. Genau, die Kirim danach. Und dann müsste ich theoretisch... die Evandari kann ich auch nochmal anpassen. Und danach müsste ich theoretisch einfach nur warten, dass ich, alle nach und nach aufnehme. Bis alles wieder in Ordnung ist. Bis jeder sagt, ja, ich würde hier ganz gerne bleiben. Im Schwarm sein ist doch ganz nett. Species resocialized. Ja. Implementiert das Programm. So viele Programme, die ich implementiere. Ich bin ja schon fast ein Programmierer damit geworden. So, ach, die Bavia werden auch nochmal ankommen. Species resocialized. Und zack. Dass man diesen Shortcut hat, finde ich halt echt cool. Dass man sagen kann, ah, okay, ich habe die schon mal, dann mache ich daraus einfach eine kleine Forschung. So. Species resocialized. So, dann kann ich hier mit dem Flottenmanager auf alle Verstärken drücken. So, das zumachen. Dann schauen wir uns mal die restlichen Planeten an, die wir haben. Du wirst terraformt, du wirst terraformt, du wirst terraformt. Guram muss auch terraformt werden. Ebenso wie Brother. Cradle. Mother. Und das waren die, die terraformt werden müssen. So, schauen wir uns Ruinam an. Synaptische Knoten. Die Abweichung ist relativ groß. So, Wartungsdepot. Dann hier auch ein Wartungsdepot draus machen. Dann machen wir erstmal ein paar Wartungsdepots. Dann ein Wachposten. Und was würde ich hier gerne damit anstellen?
Machen wir einfach Forschung draus. Achso, ich kann hier theoretisch auch noch ein Leichtbecken dran setzen, aber das ist dann auch eher uninteressant. Ja, Forschungslabore. Zack. Zack. Forschungslabor. Und Forschungslabor. So, und ihr werdet jetzt alle ersetzt durch Schwarmdistrikte. So, ersetzen. Achso, ich kann gar nicht so viele Schwarmdistrikte haben. Dann machen wir hier die Entscheidung, Drohnenproduktion einstellen. Und alle meine Erlasse sind ausgelaufen. Dann sagen wir einfach, oh, ich krieg die Agrarsubvention nicht mal mehr rein. Das ist natürlich unglücklich. So, damit habe ich jetzt Ruinam durch, ne? Genau. Katz. Machen wir erstmal Drohnenproduktion einstellen. So, wir haben ein paar Wartungsdepots, wir haben eine Gedankenvereinigung. Dann kann ich das hier ersetzen mit einem Wachposten. Sag mal, dann wird das jetzt so eine Energiewelt. Wo ist es? Energienetz. Dann ersetzt du... warte, das machen wir anders. Ersetzen. 1, 2. Ersetzen. 2. Warum kann ich nur 2 dadurch mit Generatordistrikten ersetzen? Komisch. So, und The Preserve. Auch hier wird die Drohnenproduktion erstmal eingestellt. Das schaut mir doch nach einem guten Bergbauplaneten aus. So, Wartungsdepots, Wachposten haben wir. Na, dann kann hier eine Mineralverarbeitungsanlage ran. Und dann können wir ganz viele, wo sind sie? Schwarmbauten. Sehr schön. Wobei ich die vermutlich nicht mehr brauchen werde. Hier auf dem Preserve ist die Bevölkerung auch relativ gechillt, ne? Never mind. Ah, da sind die Menschen, die Wartungsdrohnen geworden sind. Und also was? Aber hier wächst niemand. Achso, ja, natürlich wächst niemand. Ich bin doof. Weil ich gesagt habe, niemand soll hier wachsen. Hey, wir haben es vorbei. Sehr schön. Ich habe Platz 1. Wie man vielleicht vermuten würde. Mit 1, 2 Punkten. Eieiei. Gut. Ich weiß für die Zukunft auf jeden Fall jetzt keine 2600 Jahre mehr. Gratulation, vielen Dank. sondern wir gehen wieder runter auf die 2,5. Wobei ich mit diesem Spiel auch... Ich meine, ich habe es am Ende natürlich alles in die Tasche gesteckt. Aber ich war unzufrieden, wie ich auf die Endgame-Krise vorbereitet war. Muss ich gestehen. Ich habe das Gefühl, dass ich da noch besser hätte vorbereitet werden können. Aber das ist für die Zukunft. Ich habe jetzt 7 Stunden 20 Minuten gestreamt. Es ist gerade 3.37 Uhr bei mir. Ich bin müde. Müde für 2. Ich muss höchstwahrscheinlich in 6 Stunden aufstehen. Worth it. So, beenden. Partie beenden. Gut. Ich weiß nicht, wann die nächste Stellaris-Partie sein wird. So viel sei schon mal gesagt. Es kann sein, dass es jetzt wieder ein paar Wochen dauert. Gibt es irgendwann eine Möglichkeit, mal eine Multiplayer-Runde mit dir zu spielen? Ich habe vor, eine Multiplayer-Runde mal irgendwann zu spielen. Das Problem daran ist halt, dass das zeittechnisch immer so ein bisschen doof ist. Insbesondere, wenn jemand eine... Also ich persönlich habe auch immer nur kurzfristig Zeit. Ne, das kommt... Also ich wäre quasi auch ein negatives Beispiel. Ne, aber es gibt auch andere, ne, die haben auch immer ganz doof Zeit oder sowas. Dementsprechend hüte ich mich da immer so ein ganz kleines bisschen vor. Aber ich habe vor, auch irgendwann mal eine Multiplayer-Runde zu spielen. Ne, auch mit Viewern.
Ne, oder halt auch mit anderen Streamern. Ich würde aber vermutlich als erstes einfach mal ein Stellaris 1.0 Projekt machen, ne, wo ich nochmal Stellaris quasi, wie es damals released worden ist, zeige. Aber mal schauen. Das ist jetzt erstmal für die Zukunft. Ne, Stellaris wird es jetzt erstmal ein, zwei Wochen lang nicht geben. Aber ja, Schwarmbewusstsein ist noch, ich würde behaupten, Schwarmbewusstsein ist momentan wirklich noch immer sehr stark. Sogar, ich weiß nicht, wie gut Gestaltbewusstsein sind, also Roboter, mit den neuen Patches. Na, soweit ich weiß, haben die ja irgendwie irgendwelche Anpassungen gehabt. Müsst ihr vielleicht auch nochmal reinschauen. Ich habe privat ein Spiel mit denen angefangen, sie ist aber noch nicht ganz. Na, aber das wäre dann jetzt von meiner Seite aus erstmal Stellaris. Fürs Erste. Na, es wird bestimmt irgendwann mal wieder eine Partie geben.